Das sind halt unsere Erfahrungen, die machen uns zu diesen Menschen jetzt. Aber die Sachen, die wirklich blockierend sind und uns überhaupt nicht mehr dienen, die dürfen gerne gehen und losgelassen werden. Da hast du recht. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, vergeben ist in erster Linie für uns selber. Der andere, der spürt das energetisch schon, da bin ich überzeugt. Aber es ist ja egal, was der andere damit tut, weil in erster Linie soll man ja, wenn man Themen angeht, soll man es ja für sich selber tun. Ja, ich glaube, das ist aber auch das, was viele dann auch verlernt haben oder vielleicht noch nie angewendet haben, etwas für sich selber tun und nicht für andere funktionieren, weil das Thema zu sich stehen und jetzt das Außen mal außen vor zu lassen, ist ja auch eine schwierige Sache, weil wir ja auch ganz oft konditioniert bekommen haben früher, wie man zu funktionieren hat. Und da war ja dann auch irgendwie an Liebe immer Leistung gebunden oder so. Und man hat die Klappe dann nicht aufgemacht, weil man möchte ja nicht abgelehnt werden. Und das sind halt alles so Sachen, die braucht man eigentlich so nicht, ne? Aber sie Genau. sind halt erstmal da, solange man sich mit der Thematik nicht befasst hat. Und du hattest ja, Monika, eingangs auch gesagt, das Loslassen. Ich denke, das ist jetzt das, was du auch mit Vergebungsarbeit meinst. Das hört sich ja so leicht an in der Theorie, ne? Absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch genug gibt bei den Zuschauern, die sagen, ja, also meine Wut auf Herrn Mustermann kann ich jetzt aber so leicht nicht aufgeben. Die dient ja auch noch irgendwo zu, ne? Wie geht man denn dann damit um? Weil manchmal ist man ja so verbissen in dieser Geschichte, dass das Loslassen echt eine Herausforderung sein kann.